Also ich bin eben Mitglied des kleinen Konvents, sagen des Beratungsgremiums der Stiftung, was dafür zuständig ist, diese Veranstaltung, etwa den großen Konvent, eben inhaltlich vorzubereiten, die Nachlese zu machen, die Arbeit der Stiftung insgesamt zu begleiten, Input zu geben, wie auch eine künftige Weiterentwicklung der Stiftung aussehen kann. Die besonderen Herausforderungen liegen da, dass wir es ja mit unglaublicher Pluralisierung der Gesellschaft zu tun haben, im Hinblick auf Lebensstile, im Hinblick sagen auf ethnische Zusammensetzung, auch durchaus die soziale Dimension. Und da ist sagen die Frage, wie kann man gesellschaftlichen Zusammenhalt gestalten? Was ist dafür eben notwendig? In welche Richtung entwickeln sich Gesellschaften? Wo liegen hier die Probleme und wo die Chancen? Und da ist eben sagen auch eine wichtige Aufgabe der Stiftung, Impulse zu geben, das zu begleiten. Durch den großen Konvent bietet sie ja eine Plattform, erstmal in eine Diskussion darüber einzusteigen, und zwar immer auch in eine Diskussion mit der Praxis. Das ist ja ganz zentral, und das sollte sie auch sagen fortsetzen. Und dann ist auch die Frage, wie man auch sagen vielleicht kleinere Pilotprojekte künftig auch nochmal in verschiedenen Themenfeldern weiter mit unterstützen kann, anstoßen kann, um da auch über den Konvent hinaus auch die Verbindung zwischen Gesellschaftswissenschaften und der gesellschaftlichen Praxis noch weiter zu verstärken.